was ist das? It's a fairy. What are you doing? Ui. Okay. Danke, glaube ich. Ich glaube, danke. Ich glaube, das Intro können wir uns gerade schenken. Wir haben gerade ein Intro bekommen. Ich meinte, what the fuck? Hätte ich mal bloß nichts geerntet. Vielleicht hätte sie irgendwas so Abgefahrenes gemacht. Es ist Sommer und das Haus ist voller Fliegen. Keine Sorge, ich kümmere mich um sie. Hi. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Massenknuddeln, habe ich gesagt. Hör auf davon zu laufen. Ich bin... Alter, bitte lauf nicht durcheinander. Ich komme da nicht klar. Oh, wir müssen so viel ernten. Ja, das wird... Ah, das wird ein richtig guter Tag, sag ich euch, Leute. Das wird ein richtig guter Tag. Das wird eine richtig gute Woche für das für uns. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag. Wünsche ich euch. Das ist... meine Ernst, das soll hoffentlich ein schöner Montag werden. Man weiß ja nie. Ich wollte coolen Dünger machen, ne? Davon kann ich aber nicht so viel machen. Ich muss mal mein Inventar gerade ein bisschen aufräumen. Boah, ich habe schon wieder eine Schnecke gefangen. Mensch, das ist ja toll. Und ich habe Post und überhaupt tausend andere Dinge. Ich brauche mal hier meine... Ich lege Sachen, die ich gerade nicht dringend brauche, Kiste. Angeln mache ich später. Das mache ich auch später. Essen lege ich gerade einfach auch mal in den Kühlschrank, weil es gerade einfach voll nicht geht. Auch gerade den Space. I need some space. Space, the final frontier. These are the... Was? Achso, nee. Ja, ist okay. Entschuldigung, manchmal bin ich ein bisschen komisch. Manchmal? Das brauche ich fürs Gewächshaus, deswegen lege ich mir das da runter. Das brauche ich für das. Das, da kommen die Würmer rein. Okay, ist so viel zu tun. Leute, ist so viel zu tun. Ich brauche Kaffee. Noch Kaffee? Okay, ich werde wahrscheinlich mehr Kaffee brauchen. Ja, ganz viel Kaffee. Kaffee. 7 Uhr morgens erstmal Kaffee hinter. Alter, ich will Kaffee, Leute. Ich will so hart Kaffee. Ich will Kaffee. Also, wie ich mich um die Post kümmere, kümmere ich mich jetzt gerade erstmal hier. Diese Sachen. Da wird jetzt hier ordentlich nachgelegt. Thema für diese Woche ist Disziplin, was ja sehr schön einhergeht mit dem, was wir gerade aktuell hier sehen. Hallo, hallo, achso. Ja, oh, die haben ja nicht geknuddelt, alles klar. Zack, die da sind für Kaffee bestimmt, die drei Dinger da, für Kaffeebohnen. Deswegen darf das sie jetzt rumbrüten. Oh, ich hatte dich geknuddelt. Ja, alles gut. Disziplin ist ein wichtiges Thema in meinem Leben, dass ich 25 Jahre, ach, ich kann es nicht genau beschreiben, vernachlässigt habe. Ich werde erstmal wieder, ehe ich mich weit aus dem Fenster lehne und euch Lebensratschläge gebe, Geschichten erzählen. Ich bin der Meinung, dass es wesentlich, ja, für euch wesentlich sinnvoller ist, dass ich immer meine Geschichte erzähle und ihr euch anhand dessen selber den ein oder anderen wichtigen Kontext zusammenreiben könnt, als dass ich mit meinem Knowledge angebe, mit meinem Wissen angebe. Es ist auch immer einfacher, eine sehr objektive und auch eine subjektive Sichtweise auf Dinge zu bekommen, wenn man die Geschichte dazu kennt, die Geschichte dazu kennenlernt. Und auch ihr könnt mich ja nur dann verbessern, wenn ihr quasi... Alter. Alter, puh, geh mal weg jetzt. Wenn ihr meine Geschichte kennenlernt und eventuell denkt, ja, aber man hätte auch anders und eventuell hätte es anders und ich interpretiere das anders und so. Nur durch was wäre, wenn und könnte sein und ich kenne eine ähnliche Situation, habt ihr dann die Möglichkeit, mich eventuell in den Dingen, die ich euch erzähle, zu verbessern oder mir dann noch Ratschläge zu geben. Deswegen erzähle ich euch lieber immer erstmal meine Geschichten. Und meine Geschichten, wenn es um das Thema Disziplin geht, sind eigentlich ziemlich simpel. Ich wüsste nicht so genau, wo ich da anfangen soll. Also das liegt vielleicht in meiner Erziehung. Und Mama, hör einfach mal weg. Ich will nicht, dass du offended wirst, weil ich über Dinge rede, bei denen du meinst, dass ich vielleicht Dinge unfair interpretiere, die du getan hast. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Erziehung und wie ich großgezogen worden bin. Wirklich sehr zufrieden, denn völlig egal, wie schnell oder langsam auch manche Dinge vorangeschritten sind fehlgelaufen sind, so wie es passiert ist, war es gut. Ich muss jetzt, ich geh mir mal Saat kaufen. Ist sie weg. Es war gut so. Deswegen, Mama, don't get offended. Bitte, don't be angry. Ah, Entschuldigung. Voll gegen Pam geklatscht. Pom.
Meine Mutter hat mich nicht erzogen. Okay, das klingt jetzt. Ich habe bestimmt Geburtstage verpasst, oder? Ja, den von Alex. Nein, naja, können wir das schon. Meine Mutter hat halt ihre so ganz eigene Einstellung, was Erziehung angeht. Und sie hat mich nicht erzogen. Das klingt jetzt komisch, weil der eine nur sagen wird, hä? Also irgendwie man erzieht automatisch ein Kind. Das ist vollkommen korrekt. Man erzieht tatsächlich automatisch ein Kind. Ich kaufe einfach mal gerade super viel, ne? Ja, Mais haben wir dann auch bald wieder. Aber den könnte ich ja selber machen. Deswegen ist das gar nicht so necessary. Der Qualitätsdünger ist mir auch zu teuer. Da angle ich lieber stundenlang. Alles nicht so einfach. Und also was heißt es, meine Mutter hat mich nicht erzogen? Also es gab keine Regeln. Es musste auch keine Regeln geben. Ich glaube, das ist von Kind zu Kind halt auch echt unterschiedlich. Es brauchte einfach keine Regeln, weil ich war ein sehr vorsichtiges Kind. Und ich war immer schon ein etwas ängstliches Kind. Das liegt aber auch daran, dass ich in einer kleinen Familie, wie ihr wisst, groß geworden bin. Und meine Mutter ist auch ein durchaus recht sorgenhafter Typ Mensch. Also auf der einen Seite ist sie sehr mutig und hat in ihrem Leben eine ganze Menge Sachen gemacht, wo man sich denkt, Digga, was? Und auf der anderen Seite ist sie bei ganz viel. Das ist mega, die fette Melone, ne? Das ist jetzt eine super geile Melone, die ist halt nicht mal voll krass geworden oder so. Es hat nicht mal irgendwie besondere Werte gekriegt. Oh. I'm so sorry. Ja, ich muss mich noch um meine Kühe kümmern. Oh Gott. Das ist so viel zu tun. So viel gleichzeitig. Und ich will auch gleichzeitig noch reden. Habe ich euch alle erwischt? Ja, yeah, okay. Dann erwische ich dich jetzt noch. Mann, wenn du nicht weglaufen würdest, wäre alles so viel... Bleib doch mal. Puh, produziert gerade keine Milch. Ich würde auch behaupten, dass eine Ente keine Milch gibt, aber... Can't be wrong. Can't be wrong. Achso, die geben keine Milch. Die geben ja nur alle 2 Tage Milch. Okay, dann muss ich nur mal kurz knuddeln. Ja, also wobei ich stehen geblieben. Blabi blubs, blabidi blabidi blabi blabi schwafel schwafel puh. Meine Mama hat mich nicht erzogen, musste mir keine Regeln vorsetzen, weil ich ein vorsichtiges Kind war. Ich habe mich an meiner Mutter orientiert. Meine Mutter war ein sehr vorsichtiger Mensch. Und man musste mir halt nur einmal sagen, wenn du ins Feuer fasst, tust du dir weh. Und ich habe es nicht gemacht. Da braucht es nicht die Regel, fass nicht ins Feuer. Ich war intelligent genug, diese Verknüpfung sehr schnell selbst zu setzen. Meine Mutter hatte halt einfach den Luxus, sehr viel Zeit für mich haben zu können. Und als ältere Mutter hat sie im gewissen Maß bei vielen Dingen sehr viel Ruhe ausgestrahlt. Aber natürlich auch bei den Dingen, die sich in ihrem Leben schon so festgefressen haben an Sorgen und Ängsten und Nöten, war sie natürlich dementsprechend auch ein bisschen nervöser vielleicht, als es manche jungen, naiven Eltern sind, die sich mit bestimmten Dingen gar nicht auseinandersetzen. Da können viele Dinge schiefgehen, ja, so ist es nicht. Aber viele Dinge laufen dann auch natürlich ganz rund, weil obviously die Sorgen gar nicht vorhanden sind und das Kind gar nicht erst diese Art Sorgenhaftigkeit übernimmt. Man muss dazu sagen, meine Mutter hatte da wenig Chancen, weil meine Großeltern sind halt auch schon ein bisschen älter gewesen und sich auch um alle Dinge immer doppelt und dreifach und zehnfach Sorgen gemacht. Und jeder will sowieso einer spätgebärenden, alleinerziehenden Mutter permanent reinreden, was sie zu machen hat. Und da muss man sagen, sind in meiner Jugend als Kind einfach auch Dinge schiefgelaufen, die man so nicht erwartet hätte. Also das ist einfach Kacke passiert, wo man sich halt einfach auch als Mutter irgendwann denkt, Digga, ich werde paranoid. Nicht, dass meine Mutter paranoid gewesen wäre oder so, aber... Ja, sie hat, wenn ich vor Dingen Angst hatte, mich zwar ermutigt, die Sachen trotzdem zu machen, aber ich musste viele Dinge einfach nicht alleine machen. Meine Mutter war halt immer bei mir und hat mich unterstützt, was auch durchaus normales menschliches Verhalten ist. Aber wir leben in einer nicht mehr in einer normalen Gesellschaft. Sprich, das, was meine Mutter getan hat, wäre perfekte Erziehung gewesen für ein Kind, das dann später in einer Gruppe groß wird und in einer Gruppe mit anderen zusammen Verantwortung erlebt. Aber da man ja dann sehr auf sich allein gestellt ist, später in unserer Gesellschaft, hätte ich eine stärkere Vorbereitung darauf gebraucht, mich alleine durchzuboxen, wortwörtlich. Meine Mutter hätte mich, und das kann ja auch niemand ahnen, dass Menschen so scheiße sind, weil sie mit Mobbing keine Erfahrung gemacht hat in ihrer Jugend, sie hätte mir beibringen müssen, dass ich mich anderen Menschen gegenüber mehr durchsetze. Wie soll ich sagen... Mir fehlt es an Ellbogen einfach. Und zwar an gesunden Ellbogen, nicht an Ellbogen oder die Art von Ellbogen, die durchaus meine Mutter mal gerne die Zähne zeigt, wenn irgendwie eine Kassiererin nicht so springt, wie sie das gerne hätte. Das ist nicht immer unbedingt sehr empathisch. Sorry, Mama, aber I'm just honest. Es ist nicht immer sehr empathisch und Verständnis
voll und führt deswegen zu negativen Resultaten. Das bedeutet, die Art Ellbogen, die ich kennengelernt habe, waren etwas, die ich versucht habe, so etwas, was ich versucht habe zu umgehen. Nicht zu nutzen, nicht nutzen zu wollen, weil es mir zu aggressiv war. Ich war da sehr harmoniebedürftig, aber auch sehr, einfach sehr logisch schon als Kind. Ich wollte, dass das alles logisch seinen Gang nimmt und dass andere Menschen sich durch Kritik von mir nicht angegriffen fühlen. Meine Mutter hat einfach das Talent, dass Menschen sich von ihr angegriffen fühlen. Kann sie auch nichts dran machen, ganz ehrlich. Die meisten bräuchten sich einfach nur nicht einpissen, weil meine Mutter hat halt einfach zu 99% aber immer recht. Aber sie hat einfach auch inzwischen in ihrem Alter auch irgendwann keinen Bock mehr, einfach auf jedem Menschen zuzugehen und zu sagen, ja, ich verstehe dein Leid, aber du warst gerade Kacke. Das ist halt einfach, du willst halt einfach irgendwann auch nicht mehr. Dann wirst du halt zu grumpy, wirst ein bisschen grumpier, wenn du, je älter du wirst. Das ist vollkommen verständlich und absolut akzeptabel. Wenn euch ältere Menschen auf der Straße anpumpen wegen irgendwas, versteht bitte, dass ihr ganzes Leben lang schon mit Intoleranz und Kacke arbeiten musst. Und irgendwann ist einfach mal Schluss. Weil du bist halt einfach fucking teilweise 60 Jahre älter und weißt einfach 60 Jahre mehr. Und denkst dir dann einfach auch deinen Teil, wenn sich Leute halt blöd verhalten. Auf der anderen Seite kann man nicht sagen, dass es eine perfekte Entschuldigung ist dafür, dass man seine Empathie schleifen lässt. Aber wir sind auch nur Menschen. Wir sind ja nicht Jesus, der dann immer sagt, ich halte meine andere Wange hin. Oh. Hi, Honey. Ich würde meiner Frau gerne eine Sternfrucht zu unserem Jahrestag schenken. Gibt's vielleicht welche auf deinem Hof, wenn du mir eine vorbeibringst? Wäre ich sehr dankbar, Kent. Okay. I try. Ich habe übrigens immer noch Dinge nicht gemacht. Ne? Ganz viele nicht. Da müssen wir uns auch mal drum kümmern. Ich glaube, nächste Woche wird eine Wir-erledigen-all-unsere-Aufgaben-Woche. Also alle Aufgaben, die wir bekommen haben, versuche ich nächste Woche zu erledigen. Bei dieser Quatscherei ist es halt zugegebenermaßen sehr schwierig. Ich muss mir Kaffee machen. Das wird dann später weiterverarbeitet. Ja, also sagen wir es einfach mal so. Einmal habe ich das Glück, von einer Frau großgezogen worden zu sein, die älter war. Auf der anderen Seite hat das halt auch Nachteile. Also keine drastischen gravierenden, hier war nichts mehr drin. Okay, keine drastischen gravierenden Nachteile. Ne? Nicht, dass das irgendjemand denkt, aber es hat halt auch Nachteile, weil der Geduldsfaden unterschiedlich ist. Wobei man... Ein Zug fährt durch. Man hat auch sagen muss, dass zum Beispiel mein Großvater an vielen Dingen massiv viel Geduld hatte, eben weil er so alt war. Ich meine, ich bin mit Großeltern groß geworden, die dann halt auf die 90 zugingen. Muss man sich mal vorstellen, ne? Weil meine Mutter mich erst mit 40 gekriegt hat, also noch älter. Und war halt nicht geplant. Ich war so der Sechser im Lotto. Also wenn Leute so sagen, dass es so unmöglich ist, Kinder zu kriegen und dann kriegt man trotzdem ein Kind. Es ist schon faszinierend, was so alles passieren kann. Ja, jetzt habe ich alles umsonst umgepflügt. Ja, so ist das halt. Ich wollte jetzt eh angeln gehen. Ja, also meine Erziehung war also geteilt und gespalten in sehr viele positive Dinge. Und natürlich wie immer, du kannst es nicht richtig machen. Es tut mir leid, aber es geht nicht. Du kannst es nicht perfekt richtig machen. Auf der einen Seite machst du es immer richtig, auf der anderen Seite halt nicht. So ist es halt einfach. Und das ist auch voll okay. Aber unsere Gesellschaft will einfach auch gerade Eltern oft einreden, dass das nicht okay ist. Und ich mir denke so, Digga, es geht nicht richtig. Es gibt da kein richtig. Weil niemand ist perfekt. What the fuck? Ich kann mich immer aufregen, wenn unserer Gesellschaft diese Scheiße durchkommt und man erwartet, dass Leute perfekte Leistungen erzielen. So, jetzt kann ich die Sachen hier wieder an mich nehmen. Sollte passen. Der Angel wird heute auch. Zack, 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 zack. Ich komme da nach hinten. Er kommt da nach hinten. Das kommt noch in die Kisten. Das muss hier auch noch in die Kiste. Oh, wir brauchen echt mehr Kaffee. Ich muss viel mehr Kaffeebohnen anbauen. Das ist voll wichtig. Ja, also das hat mich charakterlich nicht unbedingt zu einem Menschen werden lassen, der gezwungen war, sich seinen Ängsten zu stellen, sagen wir es einfach so, weil meine Mutter mir immer einen Fluchtweg gelassen hat. Was in einer normalen gesellschaftlichen Situation durchaus okay ist. Und ich war halt einfach auch, wir sind genetisch, psychologisch alle ein bisschen unterschiedlich. Ich war immer schon ein vorsichtigeres Kind, das die Umwelt um sich drumherum massiv beobachtet hat. Ich habe, was das angeht, ein stark fotografisches Gedächtnis, das bis in meine früheste Kindheit zurückreicht. Ich kann mich an Dinge erinnern. Andere denken so, ja, ich kann mich grob an Dinge. Ich kann mich halt wirklich an Tage erinnern, an Ereignisse in meinem Leben, fotografisch und sogar wieder, nennt man das audiativ oder sowas, selbst gehörmäßig kann ich mich an Dinge erinnern, die... Ich verkaufe es übrigens immer Zeug, ne?
die so weit zurückliegen. Und das hat, ich vermute mal ganz stark, einfach was damit zu tun, dass ich halt dann auch so vorsichtig war, weil ich mich eben an all diese Dinge so massiv erinnern konnte. Ich hatte sehr viele Möglichkeiten, schon sehr früh als Kind zu reflektieren. Das musst du erstmal haben, dass du so früh schon reflektieren kannst. Das ist großer Luxus. Aber das lässt einen halt auch recht ängstlich werden, weil je früher du reflektierst, desto früher musst du dich halt mit Problemen auseinandersetzen. So einfach ist das. Und sich mit Problemen früh als Kind auseinanderzusetzen, ist dann wiederum alles andere als einfach. Ne? Steckst halt bei vielen Dingen nicht hinter, kannst sie nicht beeinflussen, kannst es meistens nicht mal kommunikativ mitteilen. Ich konnte mich nicht mal als Kind mitteilen, wenn ich gemerkt habe, dass es meiner Mutter schlecht geht und ihr helfen wollte. Wie sollte ich das verbal mitteilen? Wie sollte ich mit ihr darüber reden, auch wenn ich es noch so gerne getan hätte? Als kleiner Steppkin. Und weil ich später in der Schule dann Probleme bekam, weil mein Durchsetzungsvermögen nicht ausgeprägt war und ich mich auch nicht durchsetzen wollte, weil ich so harmoniesüchtig war, mir das nicht gefallen hat, bekam ich halt auch schon recht früh Schulangst. Ich war einfach super oft krank in meinem Leben. Und gehen wir jetzt hier angeln? Dann überlegen, wir können uns den Steg da einfach schnappen, ne? Ich hätte doch diese Speise gehabt, wo meine Angelfähigkeiten besser werden. Hätte ich vielleicht futtern sollen. Naja, dann machen wir das jetzt hier. So, ja, ich habe deswegen sehr früh einfach Probleme damit bekommen, meine Ängste zu kontrollieren. Weil ich viel krank war als Kind. Ich habe halt immer schon Magenprobleme gehabt, weil ich Allergiker war. Also immer noch bin. Aber ich hatte das damals halt schon und das wusste man nicht so richtig. Deswegen war ich viel krank, weil mir einfach viel übel war. Und ich hatte auch immer schon Morgenübelkeit. Etwas, womit ich halt irgendwann gelernt habe zu leben. Aber als Kind war das sehr verwirrend für mich und halt sehr drastisch. Und für Kinder ist es dann ein bisschen schlimmer. Und ja, ich war dann halt nicht so viel in der Schule, wie es vielleicht notwendig gewesen wäre. Auch hätte ich gute Noten hatte. Da hatte ich aber schon früh Leistungsdruck, weil ich ja wusste, was ich leisten kann. Weil ich schon früh reflektiert habe, was ich leisten konnte und was die Leute von einem erwartet haben. Aber endlich mal ein Fisch, ich raste aus. Wahnsinn. Hör auf jetzt so rumzuzicken. Lass dich vernünftig angeln. Werner der Fisch, ich sag's euch. Wenn du mir entkommst, dann esse ich dich, dann spring ich rein und esse dich. Toll, ein Hecht. Kann ich einfach normale Sachen bekommen, einfach so simpel zu angelnde Sachen? Ja, weil ich sehr früh damit Probleme bekam, haben sich diese Ängste natürlich auch sehr früh manifestiert. Also eine meiner größten Ängste zum Beispiel war das Essen auch. Das allerfrühste, wo ich Probleme mitbekam und auch nicht wusste, wie ich mir... Also, sagen wir einfach mal, es wurde mir einfach auch im Leben schwer gemacht, mit Ungerechtigkeit umzugehen. Also, dass ich in der Schule nicht so gut klarkam und um mich durchzusetzen, lag zum Beispiel auch daran, wie ich im Kindergarten behandelt worden bin. Fangen wir einfach mal früher an. Dinge, die ich einfach mal vergesse gerne zu erzählen, obwohl es so wichtig ist. Da war ich sehr klein noch. Und ich war ein schlechter Esser als Kind, weil ich habe das so portionsweise langsam essen müssen, sonst habe ich Magenkrämpfe bekommen. Das wussten die auch im Kindergarten, aber die haben sich einen Scheiß dafür interessiert, weil es dumme Dreckserzieher waren. Es gibt gute Erzieher und es gibt dumme Dreckserzieher, die in der Hölle schmoren sollen, hoffentlich. Ja. Man merkt, dass ich noch sehr wütend bin, weil ich es einfach nicht verstehen kann, wenn man Kindern gegenüber so kacke sein kann. Meinen letzten Köder verbraucht, Alter. Dann packe ich jetzt die da rein. Gut ist. So. Und das bedeutet, ich habe oft nicht aufgegessen. Ich habe einfach Probleme gehabt, aufzuessen. Man hat ja auch auf den Teller getan bekommen. Man durfte sich nicht selber auftun. Und es war halt auch so, dass ich oft so viel Hunger hatte und so viel auf dem Teller wollte, aber ich konnte es nicht essen, weil ich plötzlich Magenkrämpfe bekommen habe. Ich hasse die Wellen und den Strand und die See und das Angeln. Ich kriege halt einfach nur Scheiße. Was soll die Kacke? Nun, jedenfalls kamen dann damit meine Erzieher und auch die Praktikanten da vor allem gar nicht klar, dass das Kind nicht so schnell essen konnte, wie die anderen, nicht so schnell aufgegessen hat. Und dann hieß es, du musst aufessen. Aber es ging nicht, weil mir kotzübel war. Und dann hatte ich halt einfach auch Angst, es ihnen nicht recht machen zu können. So, oh, der Koch hat doch extra gekocht, nur für dich. Und die ist jetzt voll traurig, weil du nicht aufisst. Und das ist voll wichtig. Und das Essen ist doch auch teuer und andere Kinder in Afrika haben nicht so viel Essen, wie du hast. Bla, 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 bla.
Also einem Kind schlechtes Gewissen einreden, weil es nicht auf ist, ist übrigens therapeutisch und psychologisch und erzieherisch. Das ist das Dümmste, was man machen kann, weil Kinder in dem Alter sich sofort immer an allem selbst die Schuld geben. Entweder du hast eine Trotzreaktion, die dann trotzdem dazu führt, dass das Kind sich selbst die Schuld gibt. Teilweise, oder du hast halt gleich ein renitentes Kind, das dann halt aggressiv wird, oder du hast halt eben das Problem, dass dieses Kind das auf sich bezieht. Und wenn du Pech hast, hast du ein sehr empathisches Kind und ein sehr reflektierendes Kind, wie ich, dass sich das so schwer zu Herzen nimmt. Und dann musste ich vor allen Dingen immer als Strafe, ernsthaft Strafe dafür, dass ich nicht aufessen konnte, nicht wurde dafür bestraft, dass ich nicht essen konnte, musste ich immer das Essen der anderen in die Mülltonne kippen, was richtig eklig war, weswegen ich einen riesen Ekel vor Essen bekommen habe. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das einen kleinen Knacks weggelassen hat. Ich konnte nicht mehr essen, wenn meine Mutter Essen gekocht hat und wir saßen am Tisch, weil ich Angst hatte, ich könnte es nicht aufessen. Und weil ich Angst hatte, ich könnte es nicht aufessen und sie wäre enttäuscht von mir. Ratet mal, was dann passiert ist, wenn man Angst hat, wurde einem schlecht und man hat keinen Hunger mehr. Also war, dann hatte ich noch mehr Angst, weil mir plötzlich schlecht wurde und ich wusste, ich krieg's nicht runter. Und dann konnte ich es auch plötzlich gar nicht mehr runterschlucken, weil ich es einfach nicht auf die Reihe gekriegt habe. Es ging mir so richtig mies damit. Ich wusste nicht, wie ich damit klarkommen sollte. Es war richtig, es war ein massiver psychischer Konflikt für mich. Ich habe jahrelang nicht richtig gegessen. In Restaurants schon gar nicht, bei anderen Menschen schon gar nicht. Und wenn man für mich gekocht hat, schon überhaupt nicht. Nur so im Sitzen irgendwo auf dem Sessel nebenbei beim Fernsehen ging es noch einigermaßen. Ich war ein sehr dünnes Kind. Also ich hatte eine massive Essstörung, weil die Kindergärtner richtig kacke zu mir waren. Das haben die übrigens mit anderen Kindern auch gemacht. Damals war es noch nicht so normal, dass man Kinder therapeutisch wegen so etwas behandelt. War halt nicht so einfach damals. Ist halt wirklich so. Damals ist halt wirklich einfach schon 25 Jahre her. Und da war das alles auch noch nicht so aufgeklärt und so human und so einfach und verständlich. Damals war das halt einfach alles noch ein bisschen dramatischer dann. Und da es ja einigermaßen ging, mit dem Essen war das dann auch okay. Das hat mich aber halt, ich wusste halt nicht, wie ich mit Konflikten umgehen soll. Sagen wir mal, es hat mich schon das erste Mal in meinem Konflikt geprägt, dass es mir nicht geholfen hat, mich zu wehren. Dass es mir nicht geholfen hat, ich konnte mich nicht wehren. Ich wusste nicht, wie. Das waren Erwachsene, die haben, egal was ich gesagt habe, gesagt, ich wäre im Unrecht und das wäre meine Schuld. Und da habe ich dann früh aufgesteckt, weil es auch zu so einem massiven Problem geführt hat. Und ich glaube, das ist so der Beginn dessen, warum ich ein, ich weiß, es ist Spätspiel, warum ich ein undisziplinierter Mensch später wurde, beziehungsweise nicht gelernt habe, mich meinen Ängsten zu stellen, weil es ist schwierig, sich der Angst Essen zu stellen. Wirklich echt fucking schwierig. For real. Es ist echt schwierig. Wir können gerne mal eine ganze Woche lang über die Thematik reden. Weil ich hatte halt wirklich echt eine richtig massive Essstörung, fern von Bulimie oder ich muss schlank sein oder sonst irgendwas. Sondern das war halt echt richtig dahingehend, dass ich es auch vor allen Dingen wollte, aber nicht konnte, weil es sich in meiner jungen Psyche manifestiert hat als kleines Kind. Das bedeutet, dass du damit stoßweise auch als Erwachsener nach wie vor konfrontiert wirst, auch wenn du es inzwischen besser weißt. Das abzutrainieren, was in frühen Kindesjahren passiert, ist so schwierig. Gut. Ich sage ja, ich erzähle meine Geschichte und ihr lernt mich dann dadurch kennen und könnt dann vielleicht besser nachempfinden, zum Beispiel, wie ich es geschafft habe, Disziplin zu erlernen, obwohl das für mich ein schwieriges Thema war, was die Disziplin mit Angst zu tun hat. Genau. Stardew Valley. Ach, schön. So therapeutisch. Wenn ich euch damit helfen kann, I do my best. Ich komme übrigens bei den E-Mails aktuell nicht hinterher. Schreibt mir so viele E-Mails. Es tut mir leid, wenn ich euch noch nicht geantwortet habe, aber ich komme gerade nicht hinterher, weil das sind riesige seitenweise E-Mails und ich will auch viel antworten und. Sorry.